Willkommen zurück zum Let's Play Lone Survivor. Das letzte Mal, haha, ja, da hat uns ja jemand freundlich begrüßt und zu dem gehen wir jetzt gleich wieder, weil er so ein toller Kumpel geworden ist von uns, dass wir am liebsten erschießen möchten. Und das versuchen wir erneut. ja. Wir kennen das Blabla, was hier alles kommt und dies und das und jenes und das kennen wir auch schon und gleich hören wir, wie die Tore auf und zugehen und uns den Weg dann versperren und, gleich begrüßt uns auch unser bester Freund auf der Oh Gott, der ist ja schon da. Gerade die Augen zugemacht, aufgemacht und schon ist er da. Ja. Dann machen wir gleich Pew Pew, ne? Erstmal kurz wegrennen. Pew! Pew 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 Pew. Stirb! 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 Oh Gott, er lädt nach! Er lädt nach! Weg, weg, weg! Ja, lass mich doch mal! Lass mich doch durch! Lass mich durch! Lass mich durch, du Sau! Ey, warum lässt er mich gerade nicht durch? Das ist überhaupt nicht nett. Das ist... Oh, jetzt lässt er mich durch, klar. Klar. Jetzt brauche ich aber kurz die Zeit, um... Nein! Idiot! Idiot! Idiot, warum macht er nicht das, was ich will? Nein. Nein, lass mich durch, komm. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Nein! Ist schneller, ja. Lecker. Fleisch. Ich sterbe einfach. Stirb! Ah, jetzt lädt er wieder nach. Okay, okay. Nee, komm, 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 komm. Lass mich durch, lass mich durch. Brav. Oh Gott. Bleib ja weg. Bleib ja weg. Nein, komm. Ich will nicht dein Freund sein. Wenn dich niemand mochte, dafür kann ich auch nichts. Wenigstens scheinen wir endlos Muni zu haben. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Lass mich durch. Na, oh, scheiße. 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 Ist schneller, du Sau. Ist schneller. Oh Gott. Oh Gott. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Hallo? Lebt er noch? Lebt er? Der muss ja noch leben. Warum höre ich ihn nicht mehr? Wo bist du? Hallo? Ey, warum höre ich ihn nicht mehr? Wo ist er hin? Hä? Der war eben noch da, jetzt ist er weg. Was? Oh, soll mich nicht stören, ne? Okay, okay. Hä? Oh nein. Das klang voll überzeugend. Wer hat dir das angetan? Was kann ich tun? Sag es mir bitte. Wie kann ich die Blutung stoppen? Wieso, wer ist das? Ich kann das durch die Pixel nicht erkennen. Der Direktor, scheiße. Hey, sorge dich nicht um mich. Sieht so aus, als wäre ich hier fertig. Ich bin ein bisschen zu alt für das. Nein, du wirst mir nicht hier sterben. Naja, passiert früher oder später. Was war das nochmal, was sie sagten? Irgendwann... Eat the bar? Oh, keine Ahnung, ist bestimmt irgendeine Redewendung. Ich habe es, genauer gesagt, ich habe es vergessen. Das ist nicht fair. Warum ausgerechnet du? Du warst mein Freund. Hey, Kopf hoch. Du brauchst es, um sie zu finden. Das Krankenhaus. Warte! Du kennst sie auch? Wer ist sie? Ich vermisse sie auch. Was? Scheiße, es ist... Nein! Sie werden dafür bezahlen. Warte. Er hält etwas. Es ist ein Stück Papier. Und da sind Nummern drauf. Vielleicht ein Hinweis? Es ist etwas, ja. Wir kommen anscheinend dem Ende ziemlich etwas nah, ne? Etwas ist gut. Aber ich bin bereit dafür.
Was passiert jetzt? Kriegt er schon wieder Hallus? Ach, ich bin wieder daheim. Ja gut, dann speichere ich gleich. Dann speichere ich mal gleich. Aber warum war das Monster plötzlich weg? Ich habe das doch gar nicht erledigt, oder? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Was steht denn da drauf? Ich schreibe mir die Nummer sicherheitshalber auf. 01263. Okay. Sicher, sicher, falls ich die manuell eingeben muss. Und, Ich muss nochmal nachgucken. Ich glaube, nee, das war nicht der Direktor, der gestorben ist. Das glaube ich nicht, nein. Das will ich nicht wahrhaben. Nein, es ist wirklich abgeschlossen, wird sich nie wieder öffnen. Naja, wir müssen jetzt jedenfalls ins Krankenhaus. Wie ich es ja schon vermutet habe, müssen wir dort hin. Und warum leckt das schon wieder so? Das gefällt mir nicht. Hat sich irgendwie ganz komisch angehört gerade, als ich rein bin. Okay. Ich dachte schon. Soll ich Hank nochmal besuchen? Warum stützt die Leistung mir wieder ein? Ich verstehe es nicht. Hallo, kleiner Mann. Hallo. Hallo. Komm, ich habe was Schönes für dich. Was ganz Schönes für dich. Geh hin und hol's dir. Lecker, lecker, lecker. Verdorbenes Fleisch. So, schnell weg. Weg, 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 weg. Kann ich auch gleich nochmal im Laden nachgucken. Muss ich zwar auch... Warum stehst du schon wieder so nah hier? Geh weg. Geh weg. Los. Geh, 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 geh. Brav. Jetzt hol ich mir noch die Box hier. Was krieg ich? Ah. Instant-Nudeln. Warum nicht? Und jetzt zurück. Jetzt muss ich in Richtung Katze gehen. Da ist ja das Hospital. Also das Krankenhaus. Ach Gott, ich will nicht in ein Krankenhaus rein. Achso, dann kann ich hier die Spiegel noch aktivieren, fällt mir gerade ein. So, und wieder zurück. Blöd, dass man sich nicht aussuchen kann, welche Spiegel man aktiviert haben möchte. Also, dass man so auswählen kann von denen, die man aktiviert hat, schon, so. Was auch immer da auf mich wartet. So. Es hat das, wonach ich suche. Ah, es gibt den Code selber ein, okay. Und jetzt mag ich schon nicht mehr weiter. Da ist eine Notiz. Nur Standard-Krankenhausinformationen, wie man verschwindet und diese Sachen halt. Da im Schrank ist nichts Ungewöhnliches. Ich brauche den Feuerlöscher auch nicht, okay. Da ist ein Clipboard. Auf dem Clipboard ist sein Name. Er war nie Patient hier. Was? Es sieht jedenfalls aus, als wäre es der Raum am Ende.
Ach Gott, ich mag nicht weiter. Ich mag echt nicht weiter. Was ist das? Ich sollte diesen Raum erst auschecken. Ja, diesen Bereich. Ist es verschlossen? Ist es verschlossen? Hier passiert doch gleich wieder was. Ist es verschlossen? Er ist verschlossen. Er ist verschlossen. Ist verschlossen. Oh Gott, ja, gerade so Schiss. Wieder. Scheiße. Ah, nein, ich will nicht da rein. Ich will nicht da rein. Ich muss da rein, ich weiß, aber ich will's nicht. Das muss der Raum sein. Mein Zimmer. Oh Gott! Warte, was geht hier vor sich? Irgendwann. Ich fühle mich plötzlich müde nach allem, was geschehen ist. It's a blue pill, ja. Ist das eine blaue Pille? Ich nehme die. Ich fühle mich ziemlich erschlagen. Ja, das ist das Einzige. Ich gucke jetzt mal mir das Bett an. Du weißt, ich glaube, ich sollte mich hinlegen, ne? Ja. Klar, in einem Krankenhaus, in der Apokalypse-Dingens, da lege ich mich auch einfach mal irgendwie in ein Bett hin. Nur für ein Weilchen. Blaue Pille, Intus, legt sie schlafen. Gute Kombination. Ich bin wieder im Theater, ja. Dieser Ort. Was erwartet mich dieses Mal? Also ich steuere nicht, ne? Der läuft von alleine. Läuft, 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 läuft. Das letzte Mal ist uns ein Monster entgegengekommen. Ja, hallo. Du? Irgendwie dachte ich mir, dass ich dich hier finde. Wo sollte ich sonst sein? Wer bist du? Es ist Zeit zu reden. Hahaha. Wer lacht denn aus? Hör auf. Hör auf, so, mich so auszulachen. Wer bist du? Und er lacht weiter. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ja, der. Hör auf damit, verdammt! Oh, oder ich schwöre bei Gott, das, ja. Ja, das ist der. Show me what kind of man you are. Ja, zeig mir, was für eine Art Mann du bist. Hallo? Halt die Klappe und lass mich allein? Halt die Klappe und lass mich allein. Ey, der plappert mir nach. Okay. Ich mache es. Ich schieße. Ey, da hat wirklich geschossen. Da hat wirklich auf den geschossen. Hast du überhaupt irgendwas gelernt? Du musst besser als das sein. Was? Der hat sich geheilt. Oh fuck, was passiert hier? Oh. Was? Oh Gott. Der war immer lieb und nett zu mir, jetzt ist er voll der Psycho. Warum verändert sich meiner? Warum sieht er langsam aus wie der andere? Wie bist du hierher gekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Nichts macht mehr Sinn. Bin ich tot? Ist das, wie es sich anfühlt?
Also, das ist es, wo es endet. Bist du nicht glücklich, dass du hier bist? Ich bin lieber hier als irgendwo anders. Wir sind immer noch zusammen, sind wir, oder? Ja, sind wir. Das war jetzt das Ende? Tatsache. Das war jetzt der Schluss? Nee, verstehe ich nicht. Also irgendwie, was ich mir schon mal gedacht habe, ist ja, dass dieser eine Psychotyp da, dass ich dasselbe bin. Zum Schluss schien das ja wirklich so. Weil, der einsame Überlebende da, der Lone Survivor-Typi, der hat ja das Gesicht so immer wieder angenommen wie er. Und ich weiß nicht, ist er tot? Sind das einfach nur so Erinnerungen, die man da passiert hat? Oder er war jedenfalls Patient in dem Krankenhaus. Vielleicht ist er doch einfach nur geistesgestört. Ich habe keine Ahnung, ich blick das nicht durch. Ich blick das echt nicht durch. Es gibt viele Vermutungen, vielleicht haben die deswegen das absichtlich so offen gelassen, dass man da viele Vermutungen machen kann. Aber mich würde ja mal interessieren, was eure Vermutung ist. Also was für eine Theorie ihr habt, wie das alles zustande kam, ob das jetzt, ob der einfach nur geisteskrank war, ob er geträumt hat, ob das einfach nur Erinnerungen waren und sowas ist so. Ja, tobt euch in der Kommentarbox aus, ne? Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.